Ich bin ja so ein kleiner Schatzsucher. Ja, okay, das wurde nichts, aber das schaffen wir schon noch. Oh, ey, lass das mal. Oh, oh, das sieht schlecht aus. Ja, eine tolle Karte. Also echt Mist. Verdammt. Ja, wir setzen den hier ein. Wir haben Beleber gefunden vorhin. Ich glaube, da hatte ich noch gar nicht gefilmt. Den hatte ich kurz vorher aufgesammelt. Was benutzen wir gerade mal? Einen Tackle, den sollte den nicht umbringen. Nee. Der sollte den nicht umbringen, vor allem weil es eine normale Attacke ist und das ein Kampf-Pokémon. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Aber das will nichts scheiße. Ey, ist dieser ganze Scheiß umsonst oder? Ey, ich krieg eine Krise. Ey. Na, immerhin Level. Okay. Aber trotzdem, ey, was für ein Scheiß. Ich gebe mir so viel Mühe und dann dieser blöde Egelsamen. Dann, wieso funktioniert der noch? Das Pokémon war tot. Das ist total sinnentleerter Mist. Jetzt muss ich meinen Beleber benutzen. Efo-Serp ist saumäßig sauer auf mich und kämpft wahrscheinlich nicht mehr. Keine Ahnung. Verlässt mich für eine andere Frau, Mann, Trainer. Nein, nicht gegen Gift. Nein, das. Da, doch, rein da. Supertrank. Ja, nimm. Is. Und Efo-Serp wurde geheilt. Yay, wir sind so gut. So, weg. Und runter. Weil hier vorne war noch was. Und, oh Moment, das Pokémon-Radar hat vorhin ausgeschlagen. Das Pokémon-Radar, Item-Radar. Und das zeigt uns, dass hier was ist, wo wir draufstehen. Noch ein Gegengift. Und die sind total kacke, weil die bringen nicht viel. Aber egal. Oh, da hinten geht's irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin, aber es geht irgendwo hin. Die sind besondere Pokémon, die ich eben gefangen habe. Das heißt, wahrscheinlich hat er gleich so ein komisches Karate-Ding. Oder ein Schallquap. Wobei ich nicht weiß, ein Toxigo. Oh, ist neu. Das sieht aus wie ein Raupi in Verkleidung. Als chinesischer Tanzdrache. Okay, es war eine. Käfer. Ein Käfer-Pokémon, aber ich denke, wir sind so stark. Vor allem mit dem Grasmixer, dass wir ihn einfach mal weggruppen. Was war das? Ach, das war eine Unlichtattacke, glaube ich. Verfolgung, soweit ich weiß, ist das Unlicht. Aber ganz genau weiß ich das auch nicht. Okay, der ist gleich down. Und wir leben noch cool weiter und hauen ihn jetzt erstmal kaputt. Kompott. Apfelkompott. Schmeckt eigentlich besser als Apfelmus, weil da Stückchen drin sind, aber ich glaube, das ist Geschmackssache. Okay, New Yorklev, möchten wir das Pokémon wechseln? Ja, wir möchten das wechseln. Unser immens starkes Kiesling. Also irgendwie habe ich das hochgezogen, ich weiß auch nicht. Das war, glaube ich, mal Level 11 oder so. Und da ich das zufällig immer zum Blocken einsetze, ist das jetzt auch schon Level 15 geworden. Also, eventuell bleibt es doch bei uns im Team. Ich habe keine Ahnung. Wir benutzen jetzt erstmal Felswurf, weil die Attacke neu ist und bestimmt cool. Und ich Yorklevs nicht mag. Felsballwurf. Ein bisschen gefährlicher als Schneebälle, aber auch durchsetzungsstärker. Also ich glaube, ich mag Kiesling. Kiesling ist ganz nett. So, wir haben gerade jetzt angefangen zu trainieren, bin schlecht und hab gegen die verloren. Jetzt mein Geld. So, danke schön, Digga. Hier geht es hoch und wir sind... Da ist ein komischer Karatemann. Ey, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind so total am Arsch verlaufen. Ein Schallquap, ein Wasser-Pokémon haben wir aber schon. Daher brauchen wir das nicht wirklich. Das ist die Frage, ne, es lohnt auch nicht, das jetzt zu bekämpfen, weil Efo-Serp relativ stark ist und auch noch saumäßig lange bis zum nächsten Level braucht. So. Oh, ey. Kine. Was soll denn das? Ich will dieses Drecksvieh nicht, ey. Geh aus meinem... aus meiner Aufnahme raus. Du zerstörst alles. Ja, das war so klar. Ich konnte mich natürlich nicht bewegen und er rennt weiter, während ich noch in diesem Ding bin. Ich bin ein durchgedrehter. Ich bin ein durchgedrehter Pokémon-Trainer. Ich werde dich auch fressen. Oh, Hilfe. Gut. Oh, der sieht toll aus. Jaden, wo weiß der? Ist Jaden im Pokémon? Nee, in Beyblade, ne? Ich glaube, Jaden ist in Beyblade. Mit seinem komischen Praktika-Baumarkt-Monster da. Und Praktika, soweit ich das weiß. Sind die pleite, oder was? Wer war denn das mit 20% auf alles? Das war doch Praktika, ne? Irre Rankenhieb. Ich weiß es aber nicht. Ich möchte jetzt hier keine Gerüchte in die Welt setzen, also... keine Ahnung, lese mit der nicht nach. So, wir benutzen weiter Rankenhieb und pfeffern das erstmal schön an die Wand, ey. Schmodder. Geh weg.
Nein. Ja. Kampf. Los. Ranke. Ranke. Ja, benutze eine lange Ranke. Das ist ein männliches Pokémon. Das wird dir zu denken geben. Oh, ich habe verloren, aber davon lasse ich mich auch nicht aus der Laune bringen und ich kann nicht mehr reden. Okay. Okay, hier ist was versteckt. Hier, hier, hier. Nein. Okay, da oben. Da oben. Ja, Äther. Noch mehr Äther. Aber ich glaube, Äther wirkt nur temporär. Ich weiß das jetzt aber auch nicht mehr genau. Ich weiß sowieso nicht, wo wir sind. Oh, hier ist ein Pokédingsi. Netzball. Ich glaube, damit kann man ganz besonders gut Wasser-Pokémon und Käfer-Pokémon fangen. Aber ganz genau weiß ich das nicht. Aber ich tippe drauf und ich bin ja auch fast ganz hundertprozentig sicher. Also so zu 90%, 99%. Oh, ich bin Baumarkt-Pokémon. Give me. Hier, Rang. Nein, was war das? Ranghieb. In your face, dude. Oh, ich hasse diese Attacke. Wenn sie so rot werden, heißt das nie was Gutes. Okay, benutzen wir das einfach nochmal. Er macht das schon wieder. Er macht mir keine Freude. Es ist ein bisschen blöd, weil ich glaube, das reicht nicht zum Fangen, aber er wird wahrscheinlich auch sterben, wenn ich jetzt nochmal mit Rankenhieb treffe. Das heißt, wir nehmen jetzt Hans und Hans wird das Ding schon richten. Oder sterben. Ich glaube, sterben. Ja, sterben. Er wird sterben. Er ist tot. Aber Hans wird gleich wieder belebt. Da oben ist die alle Pokémon-Heilerin. Deswegen nehmen wir jetzt Kiesling und auch Kiesling wird ihn bestimmt umhauen. Weil Kiesling so super stark und klein ist. Das ist so gut. Komm hier, Kiesling, mach mal einen Tackle. Fußkick. Ach, das bringt doch nichts. Das ist ein Stein-Pokémon. Wie, das ist effektiv. Finde ich jetzt nicht gut. Nee, das finde ich gar nicht gut. So, Hyper. Oh, wir haben Hyperball gefunden. Aber wir benutzen erstmal einen Superball. Wird schon klappen. Das sind Level 14 Gammel-Pokémon. Also da wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel passieren. Und yay, wir haben's. Ist meins. Unser. Oh ja. Nur für euch gefangen. Und es gibt einen Eintrag im Pokédex. Greif Gegner mit einem Holzbalken an. Fällt es ihm leicht, den schweren Balken zu tragen, ist seine Entwicklung nah. Und er gibt 20% auf alles, außer Tierfutter. So, möchte ich nehmen? Nein, möchte ich nicht. Der kann auf die Bank und verkauft da weiterhin seinen komischen Baumarktkram. Go, go ahead. Und hier ist ein Alter. Ja, ich bin so stark, ich weiß. Dann will ich mal dafür sorgen, dass ein Pokémon-Typ geheilt wird. Sehr gut. So, in der Nähe des Blablabla lebt deine Mutter und die werde ich aufessen. So. Böse, epische Kampfmusik. Auf, auf. Oh, da steht der komische kleine Mann. Es gibt zwei Wege, den ewigen Wald zu verlassen. Tot oder lebendig. Oh, ne. Der eine führt geradeaus, der andere schlängelt sich quer durchs Dickicht. Ich gehe geradeaus, versuche sie einzuholen. Und selbst wenn ich diesen Weg genommen habe, sollte, schneide ich ihnen also den Fluchtweg ab. Willst du diesen Weg nehmen und nachsehen, ob sich da was versteckt, weil ich keinen Bock habe, durchs Unterholz zu kriechen und du sowieso stinkst. Okay. Du triffst dich auf einige Trainer und im Prinzip gibt es nur einen Weg. Verlaufen kannst du dich also nicht. Aber du wirst sterben. Also dann, tun wir es für Aloe. Ja, geh du mal den einfachen Weg, du Arsch, ey. Penner. So, das sieht aus nach einem Doppelkampf. Pokémon-Radar ist an und wir müssen aber erstmal ein zweites ordentliches Pokémon auf die zweite ordentliche Pokémon-Liste ziehen. Und wir nehmen mal Hans. Hans tauscht mit Sodamark und wir können Doppeltrainerkämpfe bestreiten. Mit gutem Gewissen. 1, 2, 1, 2 und eine linke in meinem Rhythmus bleiben. 1, 2. Wir sprechen unsere Strategie vor jedem Kampf immer peinlich nach. Ja, ich habe aber keinen Bock, 10 Stunden zu warten, ey. Es kommt in Wallung. Vivi und Bibi. Bibi und Tina. Eine Hexe und eine Pferdewirtin oder so. Was ist das denn? Das sieht aus wie. Das sieht auch aus wie ein Raubi, aber mit Blättern auf dem Kopf. Ein bisschen femininer. Na gut, das ist auch nicht schlechtes. Ah, toll, jetzt haben wir nur Grasmixer und eine Erdattacke, das ist total... Ach ja, wir wollten ihn gar nicht einsetzen, ne? Okay, hab ich vergessen. Okay. Wir fokussen uns auf Strawickel, die Linke, und hoffen, dass sie down geht. Nee, geht sie nicht. Ich brauche ein Feuer-Pokémon, ey, ganz dringend. Hätte ich mir ein Schwein am Anfang genommen, damit wir jetzt gewisser dastehen. Schei. Oh, kacke, das sieht echt schlecht aus. Was war das? Ah, super. Hans ist, glaube ich, gleich down.
Ich habe nur Wasser, Boden und ich hätte mir das Kampf-Pokémon holen sollen. Ich hätte hier Baumarkt-Boy nehmen sollen und nicht dieser da alle. Ah, so ein Scheiß. Geben uns Wachstum und auf Defoserb, ja natürlich. Und er benutzt so ein Mist, ey. Turbodreher auf das linke, Alter. Ey, wahrscheinlich sind wir gleich tot. Das ist doch erbärmlich gegen so komische kleine Würstchen. Ich will ein Feuer-Pokémon, verdammt nochmal. Nicht so ein Oma-Ding da. Was war das jetzt? Marderbiss? Ja, natürlich ist das sehr effektiv, ey. Fass mir an die Füße. Ah. Okay, wir nutzen wieder Grasmixer auf den linken und tauschen Hans aus gegen... Viel bleibt uns nicht. Ah. Ja, nehmen wir sogar Mag. Eventuell kann der ein bisschen was reißen. Ich glaube eher nicht, weil der ist auch nur Level 14. Aber Wayne, Carpendale, interessiert. Habe ich gehört. Hat er gesagt. Gerade erst angerufen. Oh, Lord of Mercy, ey. Ach, Käferbiss ist das. Deswegen ist das effektiv, weil es eine gammelige Käfer-Attacke ist. Natürlich immer auf mein schönes Schlangen-Pokémon, ey. Das ist doch kacke. Der kriegt erstmal Trank ab, damit er nicht wieder abkratzt. Und zwar ein super Trank. On his face. Ja, mal einsetzen. Geh ab da. Was war das jetzt? Ja, super Trank auf Defoserb. Und Sodamak benutzt. Oh, Schlecker. Auf das linke Ding. Also ich brauche echt ein Pokémon, was irgendwie was gegen Käfer ausrichten kann, weil der kann es nicht. Also gar keins von meinen anderen Pokémon, glaube ich. Obwohl, nee. Stein ist auch nicht. Obwohl Stein gegen Käfer weiß ich gerade gar nicht. Aber wie es aussah, konnte das auch gerade Pflanzenattacken einsetzen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Nee, nicht schon wieder Statusheilmittel. Sondern schön nach Grasmixer. Ja, was soll ich machen? Ich kann nur das. Und er benutzt wieder Schlecker. Dann sollte links aber auch nicht tot sein. Nicht mehr da rumstehen und sich toll fühlen. Ja, das sieht gut aus. Oh. Eventuell bringt es auch was, wenn ich Kiesling einsetze, weil ich glaube, dass Käfer-Pokémon gegen Stein-Attacken nicht so gefeit sind. War das jetzt Rasierblatt? Ich habe schon wieder nicht gelesen. Irgendwie gucke ich da mal weg in dem Moment. Okay, wir können Hegelsamen auf den rechten benutzen, damit wir nicht gleich wieder abkratzen. Und er benutzt wieder Schlecker auf den linken, damit ist der linke tot und wir haben nur noch den rechten zum Kampf. Hegelsamen bringt nichts? Wieso das denn? Ah, ist wahrscheinlich durch irgendeine komische Eigenheit immun oder so. Oh, Sodamak ist 15. Und damit Level 15 geworden. Ja, ist 15 und damit Level 15 geworden. Das ergibt Sinn, das ist gut. Und Hans ist 14. Way, Hans, ey. Gut gemacht. Ach, Rasierblatt ist das, jo. Ja, dann bringt ein Stein-Pokémon auch nicht. Das ist total die gute Kombi, so Käfer-Stein. Wir benutzen... Nein, nicht Eelsand. Nein, böse. Wir benutzen einfach Grasmixer auf das rechte und Schlecker auf das rechte. Weil es gibt nur noch ein rechtes. Und dann sind wir gleich auch mal in der Stadt und wechseln die Pokémon aus, weil es geht mir hier tierisch auf den Sack, dass wir nichts machen können. So gegen so Käferviecher. Und dann gucken wir nachher mal auch an, ob man hier irgendwas fangen kann, was wirklich was dagegen ausrichten kann und ob ich das überhaupt brauche, wenn ich hier länger durch den Wald ziehe. Was ich nicht weiß. Okay, Sodamak ist fast tot. Das heißt, wir können mal Grasmixer benutzen. Oh Gott, ey. Und müssen wieder Supertrank wasten, damit Sodamak nicht einen Geist aufgibt. Sodamak, take it. Jo, 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 jo. Und sehr gut. Supermarkt ist wieder drinne und wir machen weiter. Ach, Lord of Mercy. Okay, wir benutzen wieder Grasmixer und erfreulicherweise wieder Schlecker. War. Nee, nicht super dran. Lass das mal bitte. Hier keine eigene Entscheidung fällen. Da stirbst du nur, Boy. Ach, Supermarkt jetzt nicht Efoserp. Efoserp ist gut. Ich mag Efoserp. Und eigentlich ist es auch super nützlich. Aber irgendwie jetzt gerade nicht so. Okay, stirb. Es stirbt einfach nicht. Und der benutzt wieder Rasierblatt. Das war so klar. Ist aber auch egal, weil wir jetzt nämlich das Ding platt hauen. Und Efoserp eventuell auch ein Level-Up kriegt. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht, weil er die EP teilen muss. Aber gut, es ist trotzdem. Ja, 75 ist nicht viel. Wieso erhält Hans überhaupt was, auch wenn er am Anfang war? Wir schlagen zusammen zu! Juhu! Wir schlagen zusammen zu! Ja! Und wir gewinnen 256 Pokédollar. Ja, ihr Penner-Kinder, ey. Alle ins Heim stecken. So.